Ich möchte mich ganz herzlich bei unseren Tierpaten bedanken, die mit ihrer Patenschaft einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt hier bei uns im Zoo leisten. Und unsere jüngste Patenschaft gilt unserem Puma-Nachwuchs. Sie wurde von der Familie Weller übernommen, deren Sohn Tim sich einen ganz besonderen Namen ausgedacht hat. Na, wie soll er denn heißen, unsere Puma? Timba. Vielen Dank, Familie Weller. Aber wo ist Timba denn? Der ist noch in der Tierklinik. Ist der krank? Nein, er ist zu uns gekommen, weil er keine Eltern mehr hat. Und er muss sich an sein neues Zuhause und seine neue Familie erstmal gewöhnen. Aber wir sind doch seine neue Familie. Nein, Tim, wir sind seine Paten. Das habe ich dir doch erklärt. Er bekommt eine richtige Puma-Familie. Und wann kann ich ihn sehen? Ich denke gleich, wenn er gefüttert wird. Entschuldigung, Moment bitte. Schön, Sie zu sehen. Hallo. 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 Na, ich dachte schon, die Klinik hätte Sie wieder in Beschlag genommen. Hatte sie auch bis früh um drei eine Notoperation. Aber ich wollte die Kinder nicht enttäuschen. Ja, das kenne ich. Viel Spaß im Zoo. Mhm. Danke. Na, wir gehen jetzt zu deinem kleinen Puma. Komm, na los. Durst, ja. Ist noch ein richtiges Baby. Darf ich auch mal? Na gut. Vorsichtig. Ah, ich habe den Fotoapparat vergessen. Das ist aber blöd. Ach, das ist kein Problem. Meinst du kannst ihn alleine halten? Ja. Warte mal. Halt mal die Flasche. Achtung. Vorsicht. Geht's? Ich bin gleich wieder da. Der Papa ein bisschen tiefer. Tim, hallo. Und lächeln. Wunderbar. Sie suchen ihn. Wenn er sich an den Unfall erinnert, dann vielleicht auch an Details. Sie meinen, er könnte Sie entlasten? Weiß ich nicht. Vielleicht, dann hätte ich etwas Gewissheit. Ich könnte Ihnen eine tiergestützte Therapie anbieten. Manchmal können Tiere Kinder dazu animieren, zu kommunizieren. Es ist sicher eine gute Idee, für den Fall, dass sich die Amnesie nicht von alleine auflöst. Heilmann? Wo? Ich bin gleich da. Gefunden? Ja. Wenn Sie meine Hilfe brauchen, Sie können mich jederzeit anrufen. Danke. Du glaubst tatsächlich, dass Dr. Mertens mit dieser Tiertherapie das Trauma lösen kann? Ich hoffe. Deshalb hat sie mir ihre Hilfe angeboten. Ach, das sind Sie ja. Hallo, Tim. Wir kennen uns ja schon. Ich bin Dr. Stein. Guten Tag. Guten Tag. Er ist ab sofort der behandelnde Arzt. Oh. Ich würde gerne vorerst mit dem Jungen alleine sein, um den Kontakt ein bisschen aufzubauen. Ist das in Ordnung? Ja, natürlich. Na, kommst du mit mir mit? Ich habe eine Überraschung für dich. Na komm. Das gefällt dir bestimmt. Na, dann. Wer da ist? Das ist Tim. Na Tim, magst du auch einmal sein Herz hören? Das klopft ganz schön heftig, ja? Weißt du, warum das so ist? Er ist aufgeregt. Er vermisst immer noch seine Eltern, weißt du? Magst du ihn mal streicheln? Na komm. Ja. Ein ganz weiches Fell. Du kannst ihn auch füttern, wenn du willst. Das hast du schon mal gemacht. Schau. Komm, gib mir deine Hand. Du musst das von unten so festhalten? Genau. Ja. Und hör? Ja, sehr gut machst du das. Jetzt bist du ganz allein für ihn verantwortlich. Du bist sozusagen
Mama und Papa für ihn gleichzeitig. Mama und Papa? Wirklich? Ja, wirklich. Namen hat er von dir? Und von Mama und Papa. Aber die sind nicht da. Die sind nicht da? Tim? Tim? Du kannst Tim bei alles erzählen, wenn du willst. Wir wollten zu Oma fahren. Wir wollten uns wieder vertragen und dann... Und dann? Dann kam ein Ballon und es hat ganz... laut gekracht. Und was war dann? Dann hat mich Roland weggefahren. Roland? Er wollte Mama und Papa wieder gesund machen, aber Mama und Papa haben geschlafen. Ich habe ein Foto von euch gemacht. Von Timber, mit deiner Mama, mit deinem Papa und mit dir. Magst du es mal sehen? Ja. Jetzt muss er aber dringend schlafen. Sagst du ihm noch Tschüss? Tschüss. Komm her. Ja? Kommen Sie rein. Tim? Magst du Timber vielleicht auch noch Roland vorstellen? Timber, das ist Roland. Timber bekommt eine neue Mama und einen neuen Papa. Und er hat einen ganz tollen Paten. Einen sehr müden Paten. Ich glaube, ich bringe Tim schon mal ins Auto. Ich komme gleich nach. Tschüss. Tschüss. Und komm mich auch mal besuchen. Na klar, das mache ich. Versprochen. Vielen Dank, Frau Kollegin. Gerne. Was ist denn passiert? Extrem viel. Manches ist noch ziemlich durcheinander, aber Sie haben gesehen, sie war nicht der Grund für seinen Schockzustand. Es gibt mir ein ganz anderes Problem. Er meint im Augenblick, er wäre ganz alleine. Bitte. Was ist denn mit seiner Mutter? Wenn sie überhaupt aufwacht, wird es wahrscheinlich Monate dauern, bis sie sich wieder um Tim kümmern kann. Ich weiß nicht, ob der Junge im Moment den Zustand seiner Mutter begreifen kann. Wir sollten ihn nicht überfordern. Er hat auch was von dem Unfall gesagt. Er hat von einem Ballon erzählt. Ich konnte das nicht einordnen. Wissen Sie, was das bedeutet? Der Ballon. Also doch.